Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen 8 weltweit gültige Entwicklungsziele formuliert. Was wurde in den letzten 15 Jahren erreicht? Welche Ziele konnten nicht umgesetzt werden? In dieser Sendung wollen wir uns mit dem zweiten Millenniumsziel beschäftigen. Bis 2015 sollte sichergestellt werden, dass alle Kinder eine Grundschulbildung vollständig abschließen. Obwohl die Zahl der Schulkinder gestiegen ist, besuchen weltweit rund 58 Millionen Kinder keine Grundschule. Das sind fast so viele Kinder, wie Italien Einwohner hat. Die Hälfte von ihnen lebt in Konfliktgebieten. Außerdem stark betroffen sind Kinder aus ländlichen Gebieten, Mädchen, Kinder aus armen Haushalten und Kinder mit Behinderungen. Die Zahl der Analphabeten ist immer noch erschreckend hoch. Mehr als 900 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben. Frauen sind besonders stark betroffen. Obwohl es ein flächendeckendes Bildungsangebot gibt, können auch in Deutschland längst nicht alle Menschen lesen und schreiben. Auch hier gibt es etwa 14% funktionale Analphabeten, also Menschen, die zwar einzelne Wörter entziffern, aber sonst mit geschriebener Sprache wenig anfangen können. Das liegt daran, dass in unserem Bildungssystem nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Darüber haben wir mit Reinhard Mante von der Initiative Was bildet ihr uns ein? Gesprochen. Wir sprechen da vom sogenannten Gerechtigkeitsdefizit und sagen, der Bildungshintergrund bestimmt in Deutschland immer noch sehr stark, was für eine Bildung man genießen kann. Es gibt eine relevante Anzahl immer noch von Menschen, die keinen Hauptschulabschluss machen und dann im sogenannten Übergangssystem landen und damit quasi in einem Land wie Deutschland, was sehr an Zertifikaten orientiert ist auf dem Arbeitsmarkt, abgeschnitten sind in ihrer Zukunft. Es sind sicherlich Vorurteile, die da mit reinspielen. Es sind aber auch Schulstrukturen, nämlich dass früh selektiert wird in Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Das selektive Schulsystem ist nur ein Grund für die fehlende Chancengleichheit. Daniel Jammerer und Saraya Gomez sind bei Each One Teach One aktiv. Dies ist ein außerschulischer Lernort, der über 2000 Bücher zur schwarzen Geschichte und von schwarzen Autorinnen umfasst. Sie machen die Erfahrung, dass Schülerinnen in Deutschland der Zugang zu ganz viel Wissen verweigert wird. Man geht ja davon aus, okay, auf der ganzen Welt, da ist sozusagen dieses Bildungssystem nicht so, wie wir uns es vorstellen, aber hier ist alles super. Wir machen aber leider die Erfahrung, dass es auch im deutschen Bildungssystem ganz oft zu Verstößen gegen die Kinderrechtskonvention zum Beispiel kommt. Dort ist ganz klar vorgeschrieben, dass die Bildung im deutschen Schulsystem und weltweit die volle Entfaltung der Kinder erzielen soll. Und wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass zur vollen Entfaltung der Fähigkeiten gehört, dass man unter anderem auch die Geschichte verschiedenen Gruppen und auch der eigenen Gruppe kennenlernt. In meinem Fall zum Beispiel die Geschichte des afrikanischen Kontinents und der schwarzen Bevölkerung in Deutschland. Davon habe ich in meiner Schullaufbahn nichts gehört, gar nichts. Das sehen wir im unserem Unterricht alleine schon zum Beispiel durch die Karten, die oft benutzt werden. Also die Mercator-Karte ist sozusagen die Norm, die gesetzte Norm. So wird unser Weltbild geprägt. So erlernen wir, wie die Welt aussieht. Und die Peters-Map oder so kommt eigentlich nie vor. Oder andere Karten, die uns ein anderes Weltbild vermitteln. Lernende profitieren also davon, wenn sie möglichst viele Perspektiven auf die Welt kennenlernen. Was brauchen Kinder sonst noch zum Lernen? Darüber haben wir mit Olga Ugrinski gesprochen. Sie unterrichtet an der Neuköllner Karlsgartenschule. Meiner Meinung nach braucht ein Kind, um gut lernen zu können, vor allen Dingen erstmal eine Entspannung. Also eine Grundentspannung. Und diese Grundentspannung kann man als Schule leisten oder als Lehrerin leisten, indem man den Kindern das Gefühl gibt, ihr seid angenommen, ihr seid hier richtig und ihr seid wertgeschätzt. Also dass in der Klasse, in dem Lernumfeld ein Klima von Respekt herrscht. Ich denke, es ist die Grundvoraussetzung. Aber sie brauchen natürlich auch andere Menschen, in dem Fall Erwachsene, die ihnen dabei helfen und die sie ermutigen und eben möglichst schaffen, das richtige Anforderungsniveau zu treffen. Sie brauchen sicherlich einen Raum,
der es ihnen ermöglicht, zu lernen, Fehler zu machen und eine Akzeptanz dafür, dass es okay ist, Dinge auch mal nicht zu wissen. Sie brauchen, glaube ich, Anregungen, was man lernen kann, wie man lernen kann. Was sie, glaube ich, nicht brauchen zum Lernen, ist jemand, der exakt sagt, wie man zu lernen hat. Wir unterrichten Kinder in bestimmten Klassensparten, weil Pädagogen hier aus Europa das mal festgelegt haben, dass wir bestimmte Entwicklungsphasen eben haben und wir die dann in homogenen Gruppen eben unterrichten, obwohl wir eigentlich immer wissen, auch genau wissen, dass Homogenität nicht dazu führt, dass alle sozusagen ihre bestmöglichen eigenen Dinge hervorbringen, sondern dass eben für bestimmte Gruppen in dieser homogenen Gruppe sehr vorteilhaft ist und für andere eben nicht. Man muss sich mal anschauen, wer macht heute Bildungspolitik. Das sind meistens ältere Menschen, Politikerinnen und Politiker, Bildungswissenschaftlerinnen, Praktikerinnen, die das Bildungssystem vor 30, 40 Jahren durchlaufen haben. Die haben da sicherlich Kompetenzen erworben und viele Kompetenzen, was das Bildungssystem angeht. Aber eine wirklich relevante Gruppe wird bei Reformen im Bildungssystem, aber auch in der alltäglichen Arbeit außen vor gelassen. Das sind die sogenannten Bildungsbeteiligten, also die Menschen, die sich im Bildungssystem befinden. Each One Teach One verknüpft das gesammelte Wissen des Bücherarchivs mit Bildungsangeboten auch für weiße Interessierte und Empowerment-Angeboten für die schwarze Community. Da haben wir zum einen die Black Diaspora School, die ist eigentlich mehr aus so einer Initiative von schwarzen Jugendlichen entstanden, die irgendwie das Bedürfnis hatten, sich mit Themen zu beschäftigen, die so in der Schule nicht gelehrt und gelernt werden. Es ist mein Lieblingsbuch, weil es von Toni Morrison ist, die unter anderem auch, also wir haben von ihr ein Bild dort auch hängen. Sie ist Nobelpreisträgerin für die Kategorie Literatur. Die ist die einzige Schwarze, die ich kenne unter dieser Kategorie. Dieser Ort und die ganze Black Diaspora School macht uns, wie gesagt, durch die sind wir auch politisch aktiv und lernen quasi, ja, lernen dieses Bekennen der Farbe, also. Aber nicht auf die Hautfarbe, also wir begrenzen uns nicht auf die Hautfarbe, sondern dieses Bekenntnis aus dem Inneren. Also nicht wissen, dass ich schwarz bin in Bezug auf die Hautfarbe, sondern das Ganze im Herzen tragen. Ich nehme das deutsche Bildungssystem so wahr, als ein Modell, das sowohl hier als auch global auf eine Hyperindividualisierung hinausläuft. Also ein Schulmodell, wo es dabei darum geht, dass wir immer schneller lernen, oft weniger, ganz reduziert auf ganz bestimmte Standards lernen, nur noch 8 Jahre im Gymnasium sind, G8, und immer besser, 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 schneller, 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 schneller werden. Und irgendwann am Ende des Lebens sind wir dann glücklich und zufrieden. Wir drehen das Ganze um und unser Name sagt eigentlich schon genau das Gegenteil. Each one, teach one. Ja? Also, dass Lernen nochmal ganz anders und ganz neu gedacht wird, dass man in der Gruppe lernt und dass man nicht nur zum Beispiel von der Lehrkraft lernt, von der Lehrerin und Lehrer, sondern voneinander. Also, dass wir nicht in der Schule gelernt bekommen, lernen wir halt hier. Und das ist halt eine, sozusagen die schwarze Geschichte. Wir reden halt sehr viel hier, wir machen uns auch unsere Projekte. Egal, wann wir uns treffen, auch an Samstagen, sagen wir einfach, okay, wir chillen hier, um einfach zusammen zu sein. So. Uoto ist schon so Familie so geworden. Ja, aber auch, dass es eigentlich mal eine schwarze Bibliothek gibt in Deutschland, würde ich mal sagen. Das ist so ein Schritt, weil wenn wir jetzt andere Leute holen, so wie Leute aus London oder so, bei denen haben das ja schon alle, und in Frankreich und so alles, aber hier, das ist erstmal so ein Anfang. Auch wenn es erstmal klein anfängt, wir wissen, es wird noch größer gehen, ein größeres Odo gehen. So hier habe ich so wirklich gelernt, so wirklich so schwarz zu sein, auch so wirklich das zu tragen. Seitdem ich hier bin, so fühle ich richtig so, ja Mann, so ich fühle mich hier unter Gleichgesinnten und es gefällt mir halt hier. Es ist so wichtig, dass es Orte wie diesen gibt und in den verschiedensten Communities, also nicht nur für die schwarze Community, sondern für alle anderen Communities, die hier so in Deutschland leben. Weil unser Schulsystem eben ganz klar ausgerichtet ist auf ein weißes europäisches Denken, eine Art von Bildung, die eben aus der weißen europäischen Geschichte geprägt ist und so weiter. Und wenn wir nur diese Kinder nur mit dieser Bildung
konfrontieren, dann ist es A, für die Kinder, die auf Color sind oder Schwarze, eine Bildungsbenachteiligung entsteht dadurch. Und für weiße Jugendliche ist es eben auch so, dass sozusagen etwas perpetuiert wird. Ihnen wird weiter etwas beigebracht, was wir ja eigentlich sozusagen nicht mehr wollen. Nämlich wir wollen sie zu Menschen sozusagen bilden oder sie begleiten darin, Menschen zu werden, die nicht nur eine Box haben und nicht nur eine Brille. Außerschulische Lernorte wie Each One Teach One und die Black Diaspora School sind dringend notwendig, um die vielen blinden Flecken des deutschen Schulsystems auszugleichen. Doch auch der schulische Rahmen lässt Spielräume. Als staatliche Grundschule hat man auch sehr viele Gestaltungsfreiheiten. Und ich denke, dass die Didaktik in vielen Fächern sich total verändert hat. Also es ist eigentlich... Grundsätzlich arbeiten sehr, sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer bereits nicht mehr ganz normal nach dem Frontalunterrichtsprinzip, sondern der Unterricht ist schon allein durch die neuen RAB-Lehrpläne, aber auch aus Konsens vieler Lehrerinnen und Lehrer viel schülerinnenzentrierter geworden. Und auch immer mehr in die Richtung Partizipation der Schülerinnen und Schüler, dass die mitentscheiden können. Eine Methode ist zum Beispiel, dass die Kinder selber entscheiden können, wann sie die Klassenarbeit schreiben möchten, wann sie sich dazu fähig fühlen, bereit fühlen von ihrem eigenen Lerntempo her. Ein Ansatz, den viele Berliner Grundschulen verfolgen, ist JÜL, das jahrgangsübergreifende Lernen. Dabei lernen Kinder unterschiedlicher Altersstufen gemeinsam in einer Klasse. Meiner Meinung nach sind die Stärken von JÜL, dass so eine Stigmatisierung aufgehoben wird. Das bedeutet, selbst Kinder, die in einem Jahrgang wären, also Fünftklässler und Fünftklässlerinnen, da gibt es ja auch keine Homogenität in der Gruppe. Homogenität im Sinne von Leistungsniveau zum Beispiel. Und bei JÜL ist es ja so, dadurch, dass drei unterschiedliche Jahrgänge zusammenkommen, wird eigentlich der Heterogenität gerecht geworden. Das ist sicherlich ein Baustein, den man machen kann im deutschen Bildungssystem, um Kinder auf ein ähnliches Startniveau zu bringen und die Startchancen damit gerechter zu verteilen. Es scheint aber, zumindest nach dem, was wir bisher so gelesen und gehört haben, nicht so wahnsinnig gut zu funktionieren, was aber sicherlich auch daran liegt, dass es da Widerstände gibt von Eltern, von Teilen der Politik, aber auch, dass es nicht genug Ausstattung mit Lehrern, mit Erziehern, mit Betreuungspersonen gibt, die sich um die Kinder kümmern und individuell auf sie eingehen. Und ich glaube, die Herausforderung für uns Pädagoginnen und Pädagogen ist, das zu begleiten und das aufzufangen und natürlich auch mit einer eigenen Haltung, inneren Wertehaltung daran zu gehen und den Kindern zu signalisieren, ich respektiere euch so, wie ihr seid und ich respektiere diese Gruppe in aller Unterschiedlichkeit. Um das Bildungssystem gerechter zu gestalten, müssen noch einige Weichen gestellt werden. Beispiele wie Each One Teach One und das Engagement von Lehrerinnen wie Olga Ugrinski zeigen jedoch, dass es auch anders geht.